Bei dem Tänzer Michael Flatley wurde eine aggressive Form von Krebs diagnostiziert. Dies wurde auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen mitgeteilt. Wie sein aktueller Zustand ist, geht nicht hervor. Liebe Freunde, wir haben etwas Persönliches mit euch zu teilen. Bei Michael Flatley wurde eine aggressive Krebsart diagnostiziert, heißt es in dem Beitrag. Dazu wurde ein Schwarz-Weiß-Foto veröffentlicht, auf dem Flatley an einem Strand aufs Wasser hinausblickt. Der Tänzer sei bereits operiert worden, ein exzellentes Team von Ärzten kümmere sich um ihn. Weitere Details wolle man zunächst nicht mitteilen, bitte aber um Genesungswünsche und Gebete. Bereits 2003 war bei ihm rein zufällig Hautkrebs entdeckt worden, wie er später dem Sunday Independent erklärte. Im Rahmen eines Jubiläums seiner Lord of the Dance Show in Las Vegas habe er damals dem Sender MTV ein Interview gegeben. Daraufhin habe ein Zuschauer den Assistenten des Tänzers auf einen braunen Fleck im Gesicht Flatleys hingewiesen. Er suchte daraufhin einen Arzt auf, der ihn noch früh genug behandeln konnte.